Standard Life hat eine neue fondsgebundene Lebensversicherung aufgelegt. Angesprochen werden soll in erster Linie die Zielgruppe 50 plus mit einem frei verfügbaren Vermögen ab 25.000 Euro. Reden wir darüber. Fragen dazu jetzt an Steffen Liebig von Standard Life Deutschland hier bei Honorarberater TV. Herr Liebig, was macht denn die Zielgruppe 50 plus aus Ihrer Sicht so interessant? Zwei Punkte, die die Zielgruppe für uns interessant machen. Zum einen natürlich der demografische Wandel ist in vollem Gange. Die Zielgruppe der 50- bis 60-Jährigen wird bis zum Jahr 2020 fast 14 Millionen betragen. Also Sie sehen zahlenmäßig eine immer größer werdende Zielgruppe. Der zweite Punkt für uns ist natürlich die wirtschaftliche Kraft dieser Zielgruppe. Wenn man sich aktuelle Studien betrachtet, die Altersgruppe zwischen 50 und 60 verfügt im Moment über das höchste Nettovermögen in Deutschland und ist natürlich allein aufgrund dieses Vermögens eine sehr interessante Zielgruppe für unsere Branche. Was unterscheidet denn die Zielgruppe 50 plus von anderen Kundengruppen? Die Zielgruppe 50 plus unterscheidet sich dahingehend von anderen Zielgruppen, da sie beginnen, aufgrund geänderter Lebenssituation sich mit anderen Themen zu beschäftigen. Sie beginnen, über die Ruhestandsplanung nachzudenken. Die Kinder sind aus dem Haus. Sie haben auf einmal ganz andere Interessen, auch wieder andere Möglichkeiten. Sie beginnen auch, die Immobilie ist abbezahlt, mit dem Thema, wie verwalte ich mein Geld? Wir sind nicht mehr in der Ansparthematik, wie baue ich Vermögen auf, sondern wir sind in dem Bereich, wie verwalte ich mein Vermögen? Wie setze ich Themen wie Erben und Schenken in meiner Vermögensplanung um? Wie fließt eventuell auszuzahlende Lebensversicherungen in mein Vermögen mit ein? Wie plane ich die Ruhestandsphase, die dann eben auch quasi vor der Tür steht in dieser Zielgruppe? Ich habe es am Beginn kurz angesprochen. Sie haben nach Parkallee nun ein weiteres Produkt für diese Zielgruppe auf den Markt gebracht. Was sind die wichtigsten Daten und Fakten dazu? Weitblick zum ersten Mal seit 2005, dass wir eine kapitalbildende Lebensversicherung an den Markt gebracht haben, auf die wir sehr stolz sind. Besondere Highlights aus unserer Sicht sind die Family-Option, die unseren Beratern ermöglicht, zwei Versicherungsnehmer zu wählen in dem Vertrag, die sie frei, variabel auch untereinander in dem Vertrag beteiligen können. Genauso zwei versicherte Personen, die auch sehr variabel an dem Vertrag teilhaben können. Ein weiteres Highlight ist der Auszahlplan. Mit dem Auszahlplan bieten wir die Möglichkeit, zum Beispiel zusätzlich zu bereits bestehenden Rentenversicherungen Teilauszahlungen automatisch dem Kunden gutzuschreiben. Diese Auszahlung kann der Kunde natürlich auch frei verändern, dann seine Lebenssituation anpassen, weil die Lebenssituation dieser Zielgruppe ändert sich natürlich mit zunehmendem Alter. Und hier wollen wir natürlich mit voller Flexibilität dem Kunden zur Seite stehen. Und das letzte Highlight, alle unsere Produkte zeichnen sich durch die Kapitalanlageprodukte von Standard Life Investments aus, was immer die Produkte auszeichnet. Eine letzte Frage noch, die muss natürlich bei Honorarberater TV kommen. Was sind die Vorteile für den Vermittler? Neben der Honorarvariante, die wir natürlich bei Weitblick mit anbieten, bieten wir den Beratern die Möglichkeit, dann das Thema Erben und Schenken in ihrem Kundenkreis mit einer ganz neuen Option anzubieten. Die angesprochene Family-Option erlaubt hier ganz neue Ansätze für die Berater im Umgang mit dem Thema Ruhestandsplanung. Herr Liebig, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank.